Dies hier. Was ist denn das? Eine Glasröhre. Hat einer von Ihnen diese kleine Röhre je gesehen? Wie sollten wir sie gesehen haben? Der Schreibtisch war zu. Natürlich. In Ordnung. Das genügt mir. Mir aber nicht, Inspektor. Was bezwecken Sie denn mit diesen Fragen? In dieser Glasröhre fanden wir Spuren von Cyanid. Und wo stammt die Röhre her? Aus der pharmazeutischen Fabrik Cavendish & Dale in London. Sie wollen doch wohl kaum behaupten, dass eine angesehene Firma wie Cavendish & Dale meine Tante vergiften würde. Keine Rede, Eric. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Da es sich um eine englische Firma handelt, bin ich herübergeschickt worden, um die Sache zu untersuchen. Und was haben Sie entdeckt? Mit Unterstützung des Inspektors habe ich zwei Dinge festgestellt. Erstens, dass diese Röhre Cyanidrattengift enthielt. Und zweitens, dass es bei Cavendish & Dale in London nicht hineingekommen sein kann. Mhm. Dann muss es also nachher geschehen sein. Cavendish & Dale stellt keine Cyanidfabrikate her. Aber hier unten im Keller war eine halbleere Packung Rattengift. Und was wollte Tante Luisa mit dieser Glasröhre? Sie hat sie sich vor ungefähr 15 Monaten aus London kommen lassen.